Die Klappen muss aber geben. Der Auspuff hat gehalten. Also für mich ist das die Moto Eichel jetzt der 100%ige Erfolg. Ja. Ja, das Burschen, heute Motorrad, zweiter Tag, gestern war erster Tag, aber ist schon vorbei, leider haben wir nicht gefilmt. Also heute geht's los, 200 Kilometer, wie viel Höhenmeter? 7.500 mindestens. 7.500 mindestens, ich seid dabei. Selbe Mannschaft wie letztes Jahr circa, wir sind aber wieder gewachsen, wie ihr seht. Ist der Bulli Herbig auch da und ich würde sagen, let's go. Scheider ist, glaube ich, der hat ein paar hundert einstecken, dass du den Führer schmierst. Ich glaube, den Typen hier wieder Führerschein. Ja. Der war vom ATV, haben sie gesagt. Erster Berg, das war schon ein Berg, das ist bei uns sagen wir, ein leichter Hügel. Ja. Okay, ja. Ja, du, was soll ich sagen? Die Maschine schnurrt. Ja. Ab und zu muss ich was da ein bisschen mit dem Fuß hinten so, mit die, ach so, ein bisschen aufs Popschall hauen. Ja, und dann, dann merkst du richtig, wie es so richtig so. Dann fahrt es nochmal so auf Supermoto-Style. Ja. Okay, ja. Rattert es nochmal so ein bisschen. Das heißt, sie hat noch eingeladen. Das sind wir quasi überrennt von daheim. Ne? Nein, da ist. Hinter mir ist einer mit der 250er KTM SX gefahren. Ja. Der hat kurz Angst gekriegt, der hat dann Abstand lassen. Er hat sich zurückfallen lassen, wie er gemerkt hat, wie meine schnurrt. Ja, und das ein bisschen umbeißt. Ja. Ja, ja. Aber sonst geht's, ich hab's unter Kontrolle. Ja. Wie ist da die Lage? Sie schluckt noch. Also ist alles, alles gut. Und sie dann durst. Okay. Schau mal, ob's durchhält. Ja. Also. Man sieht da einer die letzten Spuren, gell?
Oder? Ja, ich habe in der Früh festgestellt, es passt. Es war wirklich das. Ja. Ja. Also das. Aber ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich sag's euch, Mofa-Werkkleidung schützt. Ja. Also ich bin ungeschaut, glaube ich, 250 Meter auf dem Asphalt geslidet. Ja. Schaut sich das an. Ja. Also nicht einmal Schnittschutzhosen halt so viel aus, ja, wie Mofa-Werkkleidung. Ich glaube, mein Kerzen ist gerade das letzte Stück eingegangen. Das letzte Stück eingegangen? Ich hab gehört, am Anfang, du warst am Anfang irgendwie nicht dabei. Am Anfang habe ich auch gleich einmal hinige Kerzen gehabt. Nein, mein Tank ist extrem rostig, Alter. Ich weiß nicht warum. Ich fahr mein Maxi. Der Tank ist rostig. Sie stirbt mir oh, stirbt mir oh, stirbt mir oh. Oh, wo ist der Rest von uns? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt alleine da verdüst. Ja. Oder 13 auch. 13 ist scheiß Dreck. Gut. Alles noch geschmiert? Alles geschmiert. Ich bin 40 gewachsen. Ist ja gut. Gute Marken, gell? Stehpolzer verloren, sonst hat's passt. Ja. Du hast auch schon wieder einen Schaden gehabt, habe ich gehört? Ja, die Kugel-Logo haben sie aufgelöst. Oh je, der hat immer was beinahe. Ich sag es, der hat einen Fluch. Das Wappen hat einen Fluch. Jedes Mal ist es. Es hat sicher einen Fluch. Crazy, wie schaut die Lage aus? Erklärt einmal, was war jetzt also das Prozess? Also, es war sehr komplex. Ja, wir haben als erstes mal einen Hinterradausfall gehabt. Dann hat es einen Niki, der dann Stecker gehabt, bergauf. Aber bis dorthin ist es super gegangen beim Niki. Ja. Das war das letzte Hoch. Und ja, das verstehe ich nicht. Da ist ein großer Düsen drin. Ja. Ja. Aber jetzt hat auf jeden Fall eine Tür an und warte, da drüben ein Interview haben kurz. Nein, der ist auch zufrieden. Naja, was soll man tun? Ich hab gehört, du bist trotzdem zufrieden. Ich bin zufrieden erst. Gestern Meltdown. Da hat es so geil. Ja, dann hast du mir das im Besenwagen? Ja. Na wirklich? Wirklich? Scheiße, ich hab ja alles sowas auch. Gehört es drei zusammen? Das heißt Stecker habe ich gehört. Ja, steckt wie einser. Wie ist das passiert? Weiß nicht. Bergauf noch ein Taxi überholt. Also war eigentlich in voller Fahrt sogar? Ja, in voller Fahrt. Das gibt's ja nicht, ne? Du hast den 21er gemacht. Wie war trotzdem die erste Motorerfahrung? War ein Leihwand. Wirst du sogar gescheit aufbauen? Ja. Nächstes Jahr gescheit aufbauen und dann nochmal mitfahren. Ja, nächstes Jahr wird's was. Die Einstellung im Parkplatz. Wir fahren gerade auch nicht gesehen. Was war mit der Kupplung los, Buffalo? Hat sich durchgedreht auf der Kurve. Nein, es war ein Montage. Es war ein Montagefehler. Es war wirklich ein Montagefehler. Sprengring hat es geholt und also dann. Also sagst du Eigenverschulden. Ja. Bürohänd. Aber ich greife jetzt, jetzt irgendwo unter meinem Moped einmal hin. Das ausschaut wie man so will, der Hackler, weißt du? Hansi, wie ist die Lage? Alles gut. Vollbenzin am Moped, jetzt rennen alle. Alles gut. Einer hat kurz einen Zwischenfall gehabt. Ja, der Herr Zander. Aber der ist auch vorbeigeschwanzt, glaube ich. Ich habe den Jackpot versaut. Ja. Jackpot. Ich will jetzt dann einmal Kerzen und Benzinfilter. Ich muss jetzt tauschen. Ja, nur schnell. Aber ja.
Was ist denn mit euch los, Leute? Das ist der Weltrekordpraxen fahren gerade, oder? Da haben wir gerade 15 Fische aus der Zange, oder? Das kriegen wir dann später essen, aber ist. Willst du ein Schnitzelsemmel essen, die Leute am Fisch? Was? Ich habe das volle Menü genommen. Ja, ja. Eine kurze Einweisung, was war jetzt? Wir haben jetzt länger nicht gefilmt, gell? Popsadel gut überstanden, alles gut überstanden, gell? Wir sind in den Ring reingekommen. Ja. Und über den Berg drüber, jetzt erscheint wieder die Sonne. Jetzt ist es brennheiß. Jetzt müssen wir uns wieder aufs Moped aufschwingen. 80 km geht's noch, oder? 80 km geht's nicht mehr? Angeblich, und auch eine steile Rampen noch drin. Oder ein Berg. Das sich gut an. Das sich gut an. Vorkommen tue ich mir, wie wenn ich schon eine Woche unterwegs war. Ja. Raphael, was sagst du dazu? Sicher auch so. Ja, passt eh halbwegs. Ja. Dangeln hätten wir zwar daheim können, aber. Ja. Der King ist auch schon fertig, bist du der King Manager, ist er das? Mir ist alles wurscht heute schon wieder. Das ist auch immer gut, aber sobald der Berg kommt, gibt der King dir das Moped. Ihr hast eine? Ich hätte ja vorhin einen Trotter drin. Erste Kunde, ein Helikol kommt aus da rein, dran, das ist Grinch wieder gut. Hängt ein Trotter über den Zylinder. Ja, wie? Der Stehbolz müssen halten, aber du kriegst nicht ein. Also ich glaube, dass der Schraufen da schon drin steckt. Einer. Ich glaube schon, weil weiter Such kriege ich nicht mehr. Okay. Ja, dann musst du vorsichtig fahren ein bisschen. Ist ein paar Bremserei, ist auch gut oder was, oder?
Sag es Szenen. Das ist das Leben von Maxi da, gell? Ja. Nächstes Jahr Bonnie. Der Maxi ist Leon. Super, voll geil. Wir warten auf den Bannenschnaps. Ich glaube, es hat mir einen Bannenschnaps gerufen. Was ist das? Das muss ja Bannen vortäuschen. Mein Auspuff hat eh was. Ja, das ist schon was. Ich bin ganz gut mit. Was ist das? Fein. Das ist der feinste. Der brennt nicht einmal. 40 Jahre alt. Der Ring wirklich schon. Öl. Zur Banne, oder? Öl ist das. Öl ist das. Hey. Aber ich hab's heute eh noch nicht viel Bannen gehabt, weil da ist noch viel drin. Ja, wir haben aber schon zwei Flaschen vernichtet. Jetzt ist Vergaserin da, gell? Das ist schon die dritte. Jetzt sind wir 4 Tage da drin. Seid schnell, weil in einer Viertelstunde wird die nächste Banne ausgerufen, habe ich letztes Jahr gelernt. Ja. Dann ist nämlich die eine Banne schon vorbei. Achso, wenn eine länger da ist. War ungefähr. Peter, danke. Aber, danke für den Bannenschnaps. Sowieso, gerne. Nächstes Jahr müssen wir immer in deiner Nähe bleiben. Bis zur nächsten Banne. Hast du Schlauch mit? Ha? Hast du Schlauch mit? Ja. Geh schlecht, ja, Quatsch, Alter. Der gibt's so, ne? Ich probiere einmal. Was ist das Vater? We'll be right back.
Kräuters hat einen Merchandise-Stand am Hauptplatz. Marco Rubi! Danke! Oh ja, aber ich glaube, da musst du über den ganzen Hauptplatz schieben. Ja, gut überstanden. Olchen, gestern. Alles gut. Ja. Außer das Licht ausgefallen ist. Also bei mir ist auch ein paar mehr Sachen rausgefallen. Aber da ist er schaut, ob er ein Gewebebandel braucht schon, dass der da dann erhält. Da haben wir einen Schellen, wo gar kein Schellen ist. Aber Hauptsache sind jetzt zugekommen, oder? Jetzt ist Sonntag, Motor ist vorbei. Ja. Ja. Maschine hat gehalten, Mensch, körperlich leicht gezeichnet. Ja. Ja. Liebe Grüße, ja. Straßenmeisterei Glocknitz. Alter, wie ihr asphaltiert, ja, das, ihr müsst auf LSD gewesen sein, wie ihr diesen glatten Asphalt da hingelegt habt. Ja. Also sowas asphaltieren, nein. Ja. Habe ich noch nie gesehen, noch nie. Nein, ja. Ja. Normalerweise, ja, normalerweise nehme ich die mit 30 Grad Seitenlage. Ja, da fahre ich bei mir daheim alles. Ja. Weiche Runden geht das nicht. Nein, ja. Hat aber super gehalten. Ja. Ja. Meine. Weniger Defekte wie letztes Jahr, gell? Du hast ja voll investiert. Eigentlich, ja, der einzige Defekt war der da. Ja. Okay. Und ansonsten, na nix. Ja. Die Blue Beauty hat gehalten bis zum Schluss. Die hat geschnurrt bis in die Zieleinfahrt. Ja. Ja. Kann man hinten die Bordwand zu und das steht wie eins. Fazit, gut ist gegangen. Erste Motto, erfolgreich bestritten für mich persönlich. Ja. Ein Riesenerfolg. Ja. Glücksgefühle sind noch immer da. Okay. Also. Das ist halt viel klar, wie ein Sieg kann eigentlich. Ja, war schon ein Sieg für mich persönlich. Alles gut gegangen. Sehr gut. Ja. Nächstes Jahr wieder. Okay. Ja, in dem Sinne endet jetzt das Motor-Video. Das war ein Heidenspaß. Danke an die Veranstalter. Wir sehen uns nächstes Jahr. Top organisiert. Nächstes Jahr wieder. Wir kommen wieder. I'll be back.